Ist es wirklich wahr, Sidi, dass du ein Kjor bleiben willst? Ein Ungläubiger, der verächtlicher ist als ein Hund, widerlicher als eine Ratte, die nur faules Fleisch frisst? Ja. Sidi, die Ungläubigen kommen in die Jenna, in die Hölle, wo der Teufel wohnt. Aber ich möchte dich retten vor dem ewigen Verderben, das dich ereilen wird, wenn du dich nicht zum Ikrabilisam, zum heiligen Zeugnis bekennst. Du bist so ganz anders als die Herren, denen ich früher gedient habe, und darum werde ich dich bekehren. Eines Tages wird es mir gelingen, ob du willst oder nicht. So sprach Hadschi Halef Omar, mein getreuer Diener, während wir durch die Wüste ritten. Halef war ein eigentümliches Kerlchen. Er war so klein, dass er mir kaum bis unter die Arme reichte und dabei noch hager und dünn. Sein Gesichtchen verschwand fast unter seinem Turban und in seinem Burnus hätten zwei Menschen Platz gehabt. Das war aber nur das Äußerliche. Ansonsten besaß er sehr viel Scharfsinn, Mut und Gewandtheit. Ich war mit ihm so sehr zufrieden, dass ich ihn mehr als Freund denn als Diener behandelte. Er war ein fanatischer Muselmann und hatte aus Liebe zu mir den Entschluss gefasst, mich unbedingt zum Islam zu bekehren. Wir ritten durch ein ausgetrocknetes Flussbett und entdeckten plötzlich Spuren im Sand. Halef sagte, Sidi, hier sind Leute geritten. Gut, sagte ich. So lasst uns absteigen und die Spuren untersuchen. Was gehen uns die Leute an, Sidi? Wir sind hier in der Wüste und da ist sich jeder selbst der Nächste. Die Spuren sind aber sehr frisch. Eine Fährte kann sehr wichtig sein, Halef. Wer weiß, vielleicht sind es Feinde, die uns erwarten. Ich stieg vom Pferd, um mir die Spur genau zu betrachten. Was siehst du, Sidi? Es waren zwei Pferde und ein Kamel. Allah segne deine Augen. Auch ich habe es so gesehen, sogar von meinem Pferd aus. Was gedenkst du zu tun, Sidi? Die Spur ist nicht alt. Vielleicht sollte man ihr folgen, sagte ich. Plötzlich zeigte Halef zum Himmel und rief erstaunt, Dort! Sieh nur! El Bütsch, Sidi! Das sind Bartgeier! Wo die kreisen, gibt es was zu fressen. Ein verendetes Tier wird dort liegen, sagte ich. Und Halef meinte gleich, Ein Tier oder ein Mensch? Vielleicht können wir etwas retten. Komm, Sidi, wir reiten dorthin. Wir ritten zur Stelle, wo die Bartgeier kreisten und waren entsetzt. Halef sagte, Mashallah, ist das nicht ein Mensch, der dort liegt? Ein Mensch lag vor uns. Tatsächlich. Lange konnte er noch nicht tot sein. Seine Kleider waren von den Krallen und Schnäbeln der Geier zerfetzt. Er sah furchtbar aus. Allah Kerim, Gott ist gnädig. Ist dieser Mann eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Siehst du nicht das Loch am Hinterkopf? Er wurde ermordet. Oh Allah, Allmächtiger, verderbe diesen Menschen, der das getan hat. Oder ist er vielleicht im ehrlichen Kampf gefallen? Ehrlicher Kampf mit einem Loch im Hinterkopf? Dann untersuchte ich seine Kleider, konnte aber nichts finden. Schließlich entdeckte ich einen goldenen Ring, den er am Finger trug. Ich zog ihn ab und las in der Innenseite E.P. Juliet, 1830. Was siehst du, Sidi? Dieser Mann ist kein Araber. Er ist Christ und scheint ein Franzose zu sein. Woher willst du das wissen? Nur Christen tragen einen solchen Ehering. Wer mag ihn getötet haben? Seine beiden Begleiter vermutlich. Niemand anders. Komm, wir folgen der Spur. Halt! Erst werden wir den Mann begraben. Aber wir haben keinen Spaten, Sidi. Dann werden wir ihn eben mit Steinen zudecken, damit die Geier nicht mehr heran können. Ist er ein Ungläubiger? Er ist kein Ungläubiger. Er ist Christ. Christen sind in unseren Augen Ungläubige und kommen in die Hölle. In der Hölle werden die schmoren, die ihn ermordeten, auch wenn sie Allah anbeten. Sie werden in das siebte Tor der Hölle kommen, Sidi. Dort gibt es nichts zu essen. Da wachsen Totenköpfe an den Bäumen. Erlaubt mir, Sidi, dass ich den Toten mit dem Kopf nach Mekka lege. Sein Gott ist weit, irgendwo im Abendland. Vielleicht wird Allah ihm gnädig sein. Wir erfüllten unsere traurige Pflicht. Ich betete auf meine Weise und Halef auf seine, indem er sich immer wieder in Richtung Mekka verneigte. Dann sagte er, Ich kannte den Fremden nicht, Sidi. Und obgleich er ein Gior, ein Ungläubiger war, so habe ich doch die Bitte, lasst uns die Mörder finden. Los, wir wollen uns beeilen. Der Spur nach zu urteilen, müssten sie 4 Stunden vor uns sein. Wenn wir schnell reiten, treffen wir morgen früh auf sie. Noch ehe sie Sedada erreichen. Wir waren kaum eine Viertelstunde geritten, da rief Halef, Sidi, Allah Akbar, sieh da hinunter. Das ausgetrocknete Flussbett fiel plötzlich wie ein Hang abwärts und wir sahen in der Mulde 2 Männer sitzen. Ihre Pferde knapperten an den dürren, stacheligen Mimosen herum und die beiden schienen sich zu unterhalten. Halef sagte, Ob das die beiden Mörder sind? Das werden wir bald wissen, sagte ich und wir ritten direkt auf die beiden zu. Als wir ankamen, hatten sie bereits ihre Gewehre ergriffen. Wir taten so, als wären wir sehr überrascht, hier in der Wüste Menschen zu treffen. Und ich sagte, Assalamu alaikum. E alaikum assalam. Wer seid ihr? Sagte der Ältere von beiden. Und ich antwortete, Wir sind friedliche Reiter und wollen nach Sedada. Es ist heiß und wir wollen warten, bis es kühler wird.
Habt ihr vielleicht Wasser für uns? Und dürfen wir bei euch bleiben? Wir bleiben bis morgen. Wenn ihr bleiben wollt, Mahabe, die Wüste gehört allen. Seid uns willkommen. Trotz dieser Einladung war den beiden anzumerken, dass sie uns lieber gerne gehen sehen würden. Beide sahen nicht gerade sehr vertrauenerweckend aus. Was wollt ihr in Sendara? Fragte der Alte, und ich antwortete, wir wollen weiter über die Salzwüste, über den Schott El-Shared nach Fett Nasser und Kbili. Ein unbewachter Blick, den er auf seinen Gefährten warf, sagte mir, dass ihr Weg der gleiche war. Dann sagte der Alte, was sucht ihr in Fett Nasser? Ich ging auf diese Frage nicht ein, sondern schaute auf einen Revolver, den er im Gürtel trug. Am Griff befand sich eine silberne Platte, in die ein Name eingraviert war. Was habt ihr da für eine schöne Waffe? Sagte ich und griff auch schon danach. Dann las ich laut den eingravierten Namen. Paul Gallingré Marseille. Das war ganz sicher nicht der Name der Fabrik, sondern des Besitzers. Der Alte war wütend und fauchte mich an. Was fällt dir ein? Gib mir sofort die Waffe wieder. Ich schaute sie mir genauer an und sagte, was ist das für ein Revolver? Der Alte sagte dann, das siehst du doch, es ist ein Drehrevolver. Gib ihn zurück. Ein Drehrevolver? Sagte ich. Einen Drehrevolver sieht man selten bei den Arabern. Woher habt ihr ihn? Von einem Gior, von einem Ungläubigen. So, ist es ein Geschenk? Nein. So hast du ihn gekauft? Nein. Dann ist es also eine Beute? Ja. Von wem? Von einem Franken. Von einem Franzosen hast du sie? Hast du mit ihm gekämpft? Ja, ich habe mit ihm gekämpft. Aber was geht dich das an? Wo hast du mit ihm gekämpft? Auf dem Schlachtfeld. Auf welchem? Bei El Guerra. Du lügst! Schrie ich ihm ins Gesicht. Da riss ihm endlich die Geduld. Er griff nach dem Revolver, den ich blitzschnell wegzog und sagte, was sagst du da? Ich lüge? Soll ich dich niederschießen wie... Wie den Franzosen da oben im Wadi Tafaui, fiel ich ihm ins Wort. Er wurde kreidebleich und sagte, wie meinst du das? Ich kenne nicht den Wadi Tafaui. Aber eure Spuren führen direkt von dort nach hier. Wir sind dieser Fährte gefolgt und fanden euch hier. Er sah seinen Gefährten an und sagte weiter, du, ein Jor, ein Ungläubiger, willst mich des Mordes beschuldigen. Das wirst du eines Tages büßen. Ich blickte auf den Boden und entdeckte ein Taschentuch. Sofort griff ich danach und las ebenfalls die Buchstaben PG. Dann fand ich eine Taschenuhr. Ich öffnete den Deckel und auch da war das PG zu finden. Paul Gallingré. Da war ich ganz sicher, dass nur diese beiden die Mörder sein konnten. Der Alte schrie, gib mir sofort die Sachen wieder, das ist mein Eigentum. Dein Eigentum? Wie lange reitest du bereits im Wadi Tafaui? Was geht dich das an? Es geht mich sehr viel an. Da oben liegt nämlich die Leiche eines Mannes, den du ermordet hast. Und wenn ich es getan hätte, was hättest du darüber zu sagen? Nicht viel, nur einige Worte. Wer war der Mann? Ich kenne ihn nicht. Warum hast du ihn getötet? Weil es mir so gefiel. Außerdem war ein Gior, ein Ungläubiger. Du hast alles genommen, was er bei sich trug? Warum sollte ich es in der Wüste liegen lassen? Nein, es ist gut so. Du hast sie für mich aufgehoben. Für dich? Das verstehe ich nicht. Der Tote war ein Gior. Ich bin auch ein Gior. Und werde sein Rächer sein. Sein Bluträcher? Nein. Wenn ich das wäre, hättest du bereits aufgehört zu leben. Wir sind in der Wüste, wo kein Gesetz gilt als nur das des Stärkeren. Ich will nicht erproben, wer von uns der Stärkere ist. Ich übergebe dich der Rache Gottes, der alles Böse eines Tages vergelten wird. So, nun gib die Sachen des Toten heraus. Los. Er lächelte überlegen und antwortete, glaubst du wirklich, dass ich das tue? Du wirst es tun. So nimm dir, was du willst, sagte er und zuckte mit der Hand, um nach seinem Revolver zu greifen. Aber ich hielt ihm schon die Mündung meines Revolvers entgegen, während Halef den anderen im Auge behielt. Er merkte, dass er nichts machen konnte und sagte jetzt kleinlaut, was willst du mit den Sachen? Ich werde sie den Verwandten des Toten geben. Und was wirst du gegen mich unternehmen? Jetzt nichts. Aber hüte dich, mir jemals wieder zu begegnen, Freundchen. Du reitest wirklich von hier nach Sedada? Ja. Und wenn ich dir die Sachen gebe, wirst du mich und meinen Gefährten ungehindert nach dem Bir Irsauidi gehen lassen. So ist es. So schwöre es. Ein Gior schwört nicht, sein Wort ist auch ohne Schwur die Wahrheit. Dann gab er mir die Sachen und er schien sichtlich erleichtert zu sein. Sein Begleiter schien ein ganz furchtsamer Mensch, denn er bestieg so schnell er konnte sein Pferd. Assalamu alaikum, sagte der Alte. Ich antwortete nicht. In wenigen Augenblicken waren sie hinter dem Rand des Wadi-Ufers verschwunden. Halef, der vorher kein Wort gesprochen hatte, brach jetzt sein Schweigen. Sidi, darf ich etwas sagen? Aber natürlich. Ein Kamel ist doch sehr dumm, nicht wahr? Man sagt es. Du bist doch dümmer. Warum? Weil du diese Schurken laufen lässt. Ich kann sie nicht halten und auch nicht töten. Warum nicht? Hätten sie einen Rechtsgläubigen getötet, dann hätte ich sie zum Scheitan, zum Teufel geschickt.
Du aber bist ein Christ und lässt die Mörder eines Christen entkommen? Wer sagt dir, dass sie entkommen werden? Sie sind bereits fort, oder etwa nicht? Sie werden irgendwo in den Dünen verschwinden. Das eben werden sie nicht. Sie sagten doch, dass sie nach Bir Sa'idi gehen werden. Das werden sie nicht. Sie logen. Sie werden nach Zerdada gehen. Wer sagt dir das? Meine Augen. Allah segne deine Augen. So wie du kann nur ein Ungläubiger handeln. Aber ich werde dich schon noch zum rechten Glauben bekehren, ob du willst oder nicht. Aber was machen wir jetzt? Zunächst mal für unsere Sicherheit sorgen. Wir müssen uns überzeugen, ob die beiden Schurken wirklich fort sind. Ich erstieg den Rand der Schlucht und sah die beiden Reiter bereits in großer Entfernung. Halef war mir gefolgt und meinte, dort reiten sie. Das ist die Richtung nach Bir Sa'idi. Wenn sie weit genug fort sind, werden sie nach Osten abdrehen. Meinst du? Dann würden wir ihnen ja wieder begegnen. Sie glauben, dass wir erst morgen aufbrechen. Und sie haben dann einen großen Vorsprung. Du rätst und wirst doch nicht das Richtige treffen. Hast du gesehen, dass das eine Pferd einen Huffehler hatte? Ja. Also, wir werden sehen, wer recht hat. Wir gingen zu unseren Pferden zurück, ruhten uns noch ein wenig aus und ritten dann Richtung Zerdada. Nach einer Stunde trafen wir die Spur zweier Pferde, die von Westen nach Osten führte. Ich hielt an und sagte, nun, Halef, kennst du diese Fährte? Bei Allah, dem Allmächtigen, du hattest recht, Sidi. Wohin werden sie gehen? Sie werden über die Salzwüste, den Schott el-Jerid, gehen. Dann haben sie Algerien hinter sich und sind in Sicherheit. Wenn sie über den Schott wollen, müssen sie nach Kris. Werden wir auch nach Kris reiten, Sidi? Ja, wir reiten nach Kris, denn nur von dort führt der Weg durch die gefährliche Salzwüste. In Kris liegt mein alter Freund Sadek. Er kannte den Schott wie seine Westentasche. Ob er wohl noch am Leben ist? Wenn er noch dort ist, werden wir uns ihm anvertrauen, denn er ist der beste Führer durch den gefährlichen Schott. Die Salzwüste hat ihre Tücken, nur ein falscher Schritt und man versinkt. Aber mit Sadek und Allahs Hilfe wird es uns gelingen. Aber ob Allah dir helfen wird, das ist eine große Frage, Sidi. Willst du nicht lieber doch vorher noch Moslem werden? Ich antwortete Halef darauf nicht, denn diese Versuche, mich zu seinem Glauben zu bekehren, waren zu häufig. Es dauerte nicht lange, da lag vor uns ein kleiner Ort und Halef sagte, Sidi, das ist Kris. Ja, und wo ist das Haus deines Freundes Sadek? Dort rechts, bei den Mandelbäumen, die flache Hütte. Wir ritten darauf zu und sahen vor der Hütte einen Mann. Als er uns sah, schaute er eine Weile, dann rief er plötzlich, Halef! Halef, mein Freund! Du Gesegneter des Propheten! Gelobt sei Allah, der mir die Gnade und Ehre erwies, dich noch einmal zu sehen. Halef erwiderte mit großen Gesten, Mein Freund, mein Bruder Sadek, Liebling aller Kalifen, auf den Knien möchte ich nach Mekka kriechen für diese Begegnung. Dann gingen wir in die Hütte, aßen und tranken und erzählten, dass wir durch den Schott, durch die gefährliche Salzwüste wollen. Dann sagte Halef, Wo ist denn Oma? Oma Ben Sadek, dein Sohn. Er bringt Leute über den Schott, nach Seftimi. Auch er ist Wegführer geworden, genau wie ich. Wenn ihr länger bleiben könnt, könnt ihr ihn sehen, denn er kommt heute noch zurück. Aber gerne bleiben wir. Was meinst du, Sidi? Wenn wir über den Schott wollen, dann müssen wir bald aufbrechen. Werdet ihr uns denn führen? Fragte ich Sadek. Aber Effendi, mit dem größten Vergnügen. Wenn ich euch führe, seid ihr in Allahs Hand. So genau kenne ich den Schott. Dann ging er mit uns hinaus, um einen Blick über die Salzwüste zu werfen. Plötzlich stand jemand hinter uns. Esselam alaikum. Be alaikum esselam. Antwortete Sadek. Wie ich sehe, trägst du Reisekleider. Will mein Bruder Afan Fremde über den Schott führen? So ist es. Aber wollen diese Fremden hier bei dir auch durch die Salzwüste? Ich erwarte zwei, die bald kommen werden. So könnte ich doch diese beiden gleich mitnehmen. Nein, die führe ich. Es sind Freunde von mir. Du führst Leute, dein Sohn Oma führt Leute. Ihr gönnt mir keinen Bissen Brot, das ist alles. Allah wird euch eines Tages strafen und eure Schritte so lenken, dass euch der Schott verschlingen wird. Er spuckte kräftig auf den Boden und verschwand. Wir machten uns reisefertig und ritten zum Rand der Salzwüste. Plötzlich hielten wir die Pferde an. Vor uns in 200 Meter Entfernung sahen wir drei Reiter. Es war der Wegführer, der ebenso zornig auf Sadek war, und die anderen beiden, die Mörder des Franzosen. Halef sagte, Sidi, du hast recht gehabt. Wir werden sie hier treffen. Was werden wir tun? Wir werden etwas warten, und dann gehen auch wir über den Schott. Sadek ging voran, wir in einer Reihe hinterher. Die Pferde gingen so vorsichtig, als wenn sie ahnten, dass hier Gefahr lauert. Wir gingen einen Hügel hinauf, von dem Sadek sagte, dass es die gefährlichste Stelle sei. Plötzlich krachte ein Schuss. Sadek schrie und stürzte vom Pferd. Sein Körper durchschlug die Salzkruste und er versank sofort.
Sein Pferd und auch unsere Pferde wurden durch den Schreck des Schusses unruhig und kamen vom Pfad ab. Mein Berberhengst zuckte plötzlich zusammen, mit beiden Hinterbeinen war er schon versunken. Ich schlug einen Salto über seinen Kopf hinweg und rutschte auf allen Vieren die Salzkruste entlang hinauf zum Hügel. Die anderen flohen, so eilig es ging, davon, wobei der Jüngere, der als letzter ritt, durch die Hast vom Pfad abwich und ebenfalls versank. Nur der Alte, der Mörder des Franzosen, mit dem Führer entkam. Hinter mir keuchte Halef. Auch er hatte sein Pferd verloren und ist meiner Spur nachgekrochen. Wir waren völlig erschöpft. Nach einer Weile fing Halef an zu beten. Allah, ich preise dich, denn du bist aller Dinge mächtig. Was werden wir nur machen, Sidi? Wir konnten uns zwar retten, aber wir sind dennoch verloren. Warum sind wir verloren? Wir haben keinen Führer, der uns hier rausbringt. Wir werden auf einen anderen Führer warten. Warten? Hier mitten in der gefährlichen Salzwüste? Allah kann zwar sehr viel, aber ob er alles kann, das weiß ich nicht. Du hast doch gehört, dass Sadek sagte, sein Sohn wäre über den Schott nach Seftimi gegangen und würde heute zurückkehren. Es gibt nur diesen Pfad, also muss er hier vorbeikommen. Sidi, Allah kann doch alles. Außerdem ist es noch ein Glück für ihn, dass er uns hier findet, denn der Pfad hinter uns ist zerstört und er würde auch versinken. Wir legten uns flach auf das Salz. Die Sonne brannte unsagbar heiß. Die Kleider waren in wenigen Minuten getrocknet und wir waren von einer dicken Salzkruste überzogen. So warteten wir auf Omar, den Sohn des Wegführers Sadek, der in der Salzwüste versank, weil es Mörder so wollten. Obgleich ich der Überzeugung war, dass Omar, der Sohn des Wegführers Sadek, hier vorbeikommen musste, warteten wir in der Gluthitze doch mit ängstlicher Spannung, denn es hätte ihm etwas zustoßen können, das seine Rückkehr verzögerte. Der Nachmittag verging und es waren nur noch 2 Stunden bis zum Abend, als wir eine Gestalt erkennen konnten, die langsam auf uns zukam. Sie kam näher und näher und erblickte nun auch uns. »Er ist es«, meinte Halef, legte die Hände wie ein Sprachrohr an den Mund und rief, »Omar ben Sadek, herbei!« Der Gerufene beschleunigte sofort seine Schritte und stand schon bald vor uns. Er erkannte sofort Halef, den Freund seines Vaters. »Sei mir willkommen, Hatschi Halef, Omar. Kamst du nach Kries zu meinem Vater?« »Ja, ich und dieser Effendi, mein Herr.« »Ihr allein in der Salzwüste? Hat mein Vater euch nicht führen können? Wo ist er?« »Er ist ganz in der Nähe.« »Ganz in der Nähe? So sage mir endlich, wo!« »Omar ben Sadek, es geziemt sich für einen Gläubigen, stark zu sein, wenn das Schicksal ihn trifft.« »Rede, Halef, rede! Ist dein Unglück geschehen?« »Ja, Omar. Allah hat deinen Vater zu seinen Vätern versammelt.« Omar wurde bleich im Gesicht und sagte lange nichts. Dann endlich fand er seine Sprache wieder. »Sage mir genau, was passiert ist und wie es geschehen konnte.« »Mein Herr Karabenemse und ich verfolgten 2 Mörder über den Schott.« »Und mein Vater hat euch geführt?« »Ja, er führte uns. Die Mörder bestachen ihren Anführer Arfan Rakedim und lauerten in einem Hinterhalt. Sie schossen deinen Vater nieder, er und die Pferde versanken im Sumpf, uns aber hat Allah gerettet.« »Wo sind die Mörder?« »Der eine starb im Salz, der andere entkam mit dem Wegführer nach Fat Nasser.« »So ist der Pfad hier also verdorben.« »Ja, du kannst ihn nicht betreten.« »Wo versank mein Vater?« »Dort, 30 Schritte von hier.« Omar ging so weit vorwärts, wie die Salzdecke ihn trug, starrte eine Weile vor sich hin und wandte sich dann nach Osten. »Allah, du Gott der Allmacht und Gerechtigkeit, höre mich! Mohammed, du Prophet des Allerhöchsten, höre mich! Ihr Kalifen und Märtyrer des Glaubens, erhört mich! Omar ben Sadek werde nicht eher lachen, nicht eher meinen Bart beschneiden, nicht eher die Moschee besuchen, als bis die Tscherna, die grausamste Hölle aller Höllen, den Mörder meines Vaters aufgenommen hat. Ich schwöre es!« Ich war tief erschüttert von diesem Schwur, durfte aber nichts dagegen sagen. Dann bat er uns, alles genau zu erzählen. Als Halef berichtet hatte, erhob sich der Jüngling und sagte, »Kommt!« Nur das eine Wort sprach er. Dann ging er uns voran in Richtung Fat Nasser.